Ja, du Lieben, ich wollte noch mal ein paar Takte sagen zum Dschungelcamp, was ich zum ersten Mal, glaube ich, so richtig verfolgt habe. Ja, also, was ich ja schwierig finde, es betrifft auch so andere Reality-TV-Formate, man hat halt nie so alle Informationen, kriegt das da dann so auf eine bestimmte Art präsentiert, was mir da sehr aufgefallen ist, aber das ist jetzt auch kein Wunder bei Menschen, die da reingehen, glaube ich. Was man halt gut sehen konnte, ist so das Ego, sage ich jetzt mal, am Arbeiten. Ich meine, ohne dass Menschen im Ego wären, wäre es wahrscheinlich auch total langweilig für die meisten dazu zu gucken, weil Ego liebt ja Drama. Weil es dramatisch ist, guckt man es an, und wenn es nicht dramatisch wäre, wird es man wahrscheinlich angucken, und damit überhaupt Drama entsteht, braucht man Ego. Ohne Ego gibt es kein Drama. Insofern ist es eigentlich jetzt keine große Erkenntnis, und ich denke auch, die werden speziell ausgesucht, die Menschen, nicht nur, also vermute ich mal, nicht nur, was Popularität angeht, die ja auch teilweise sehr fraglich ist, sondern auch Dramafähigkeit, sag ich mal, ne? Trotzdem immer wieder ungewöhnliche Kombination von Menschen, aber gut, ich meine, das ist ja auch, muss schon gute Gründe haben, da reinzugehen, glaube ich. Das ist ja schon echt eine ziemliche Herausforderung, aber ich finde es irgendwie spannend. Auf jeden Fall ist mir sehr aufgefallen, also fand, dass man bei manchen halt krass das Ego sehen konnte. Also ich meine, ich fand das bei diesem Erik, ich fand, der hat sich jetzt wieder eingekriegt, aber was ist das für ein Ego-Move zu sagen, weil ihm mir auf den Sack geht, mache ich jetzt diese Prüfung nicht und kriegt ihr alle kein Essen. Das habt ihr jetzt davon, dass ihr alle kein Essen kriegt, ne? Oh, krasser Ego-Move. Und was ich da auch bemerkenswert fand, was aber auch in der Gesellschaft gerade sehr so ist, dass man nicht mehr so Ego-Moves nicht mehr so richtig konfrontiert, so, ne? Die werden halt nicht konfrontiert, sondern dann wird sofort so, ja, der wird schon seine Gründe haben und versucht das sofort zu verstehen. Und ich meine, ich finde es einen guten Schritt, dass die Gesellschaft oder auch so eine Gruppe versucht zu verstehen, warum jemand so handelt. Aber mir kommt da so ein bisschen zu kurz diese, was weiß ich, wie wenn man, ist ja auch wie so ein Encounter da, wie so eine Gruppentherapie, ne? Wenn, dass man Leuten auch mal ein Feedback gibt und sagt, ey, das war scheiße, was du gemacht hast. Und natürlich hören wir uns seine Story an und kann man da auch irgendwo weitergehen, aber wir können ja auch erstmal sagen, es war richtig scheiß Move von dir, ne? Und das wird gar nicht mehr gemacht, ne? Das finde ich echt bemerkenswert, ne? Dann, ja gut, ich meine, Harald fand ich erst ganz cool, aber zum Ende hin, also ich bin jetzt, wenn ich das Video aufnehme, ist es 2 Tage vom Finale, glaube ich, diese Sache, was er dann sagt, also wie kann man sagen, ich bin Vegetarier und ich lehne diese Prüfung ab? Ich meine, ich weiß doch, dass das kommt, dann gehe ich doch gar nicht da rein, ne? Was soll das? Natürlich kann man Vegetarier sein. Und dann, aber sorry, wenn ich als Vegetarier da reingehe, dann muss ich doch mir klar sein, dass ich da so Sachen essen will, das kann ich doch nicht sagen, das mache ich nicht, ne? Also, und sich dann noch so drüber aufregen, ja, das weiß man doch, dass das kommt. Natürlich kann man sich drüber aufregen, ne? Man kann natürlich sagen, warum werden jetzt hier Schlachtabfälle deponiert oder warum muss ich Sachen essen, die wahrscheinlich sowieso anfallen, vermute ich mal, da in der Fleischproduktion, warum muss ich die jetzt essen? Ja, weil es das Dschungelcamp ist. Hallo. Also kann ich irgendwie größte Mühe, das nachzuvollziehen. Vor allen Dingen noch, das fand ich ja so geil, wie der Moderator an sagt, ja, du hast doch ein Bild gepostet, dass du hier Schrimps und Lachs gegessen hast. Und er dann sagt irgendwie, was hat er nicht sogar gesagt, ja, Vegetarier würden auch Fisch essen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall lächerlich, lächerlich. Und da kann man auch einfach mal, eigentlich sollte man auch mal sagen, ja, okay, scheiße, war ein scheiß Move von mir, aber nein. Dann muss man natürlich, um das zu überdecken vielleicht, weiß ich nicht, aber muss man dann noch mehr ausrasten danach und wie schlimm und wie kann man nur so eine Prüfung machen und, oh, ja, gut. Aber gut, das ist natürlich Mensch, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, aber ich finde es einfach spannend. Man kann das Ego da so gut sehen in solchen Sendungen und auch, mal, dann haben wir natürlich das ganze Thema Recht haben wollen. Ich meine, ich fand Linda zum Beispiel eigentlich echt einen coolen Charakter irgendwo, aber auch da, sie ist natürlich auch, ja, hat auch ein starkes Ego. Ich meine, das haben wahrscheinlich alle da mehr oder weniger, obwohl
finde alle gar nicht mal so, komme ich gleich noch zu. Aber das Problem bei Linda ist natürlich auch, dass dieses ewige Recht haben wollen. Und deswegen, daher kommen diese endlosen Diskussionen, wo sich das von natürlich Anushka wollte auch immer Recht haben. Und diese endlosen Diskussionen, wo man echt einfach nur, wo man einfach immer nur denkt, jetzt sei endlich still, ich will es nicht mehr hören. Aber weil der andere auch nicht nachgeben kann, keiner will nachgeben, wird dann, ja, das ist ja auch wie in Paarbeziehungen Sachen dann eskalieren. Und ja. Genau, was wollte ich noch sagen? Wer mir sehr positiv aufgefallen ist, ist Philipp, weil der hat das tatsächlich wenig, finde ich, richtig angenehm. Und das wundert mich eigentlich, weil ich den, hab den gesehen in Bachelor in Paradise, habe ich den ganz anders erlebt. Also viel schwieriger, aber ich muss wirklich sagen, echt cooler Typ, wie der es auch durchzieht, wie der diese, ich weiß nicht, wie der diese eine Prüfung da abgerockt hat, ey, oh, mit diesen Krokodilen und Hut ab, wirklich und Scheiße, ey, also richtig cool und ich finde, er hat ja auch die richtige Mischung von Abgrenzung, aber auch locker bleiben, gute Laune haben. Ja, zu wem wollte ich denn noch was sagen? Ja, Anushka. Anushka, gut, ist natürlich auch sehr schillernder Charakter. Was ich persönlich immer, was mich richtig aufgeregt hat, war, dass sie, ich meine, sie war wirklich extrem nervig, ne? Und auch viel Ego, ne? Ich meine, da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen drüber. Und dann zu sagen, ja, ich muss sich wohl sagen, ich habe ADS oder ADHDS, weiß nicht, ich glaube, sie hat ADS gesagt. Und als wenn das jetzt irgendwie ein Freifahrtschein wäre, sich so zu benehmen. Also ich meine erstmal, also das ist, wird auch gerade so viel gemacht, dass immer, ich benehme mich scheiße und dann, ja, ich bin hochsensibel oder ich habe ADS oder kann ja sein, aber es ist auch kein Grund, dass man die Verantwortung übernehmen müsste für sein Verhalten. Außerdem so ein bossy, nerviges, dominantes Verhalten von Anushka ist, wüsste ich jetzt nicht, dass das speziell mit ADS zu tun hätte, wäre mir neu zumindest. Aber, und dann, ja, ich habe ADS, ne? Und das ist auch, finde ich, auch für die Leute, die, wie hätte ich jetzt fast sagen, wirklich ADS haben, vielleicht hat sie ja ADS, aber für diese Symptome, die man eigentlich damit verbindet und dieses Leid, was damit passiert, wie das manchmal auch ein Schlag ins Gesicht, das dann so zu benutzen, als, ihr dürft mich nicht kritisieren, so, ne, wenn man ganz andere Sachen macht, was übrigens auch schon wieder ein Ego-Move ist, ne. Aber gut, das ist keine Wertung, ich meine, wir alle machen Ego-Moves, nur ich finde es einfach, das, klar, wenn wir jetzt selber drin wären, würden wir vielleicht auch unsere Ego-Seite zeigen, aber ich finde das so schön, das mal anzugucken, dass man das auch so ein bisschen, wir wollen ja vielleicht mal irgendwo da raus, dass wir immer so im Ego sind, wenn wir mal Richtung 5D-Liebe gehen wollen. Deswegen ist, glaube ich, gut, sich das anzugucken, bei anderen, bei sich selber, auch nicht zu sehr zu werten. Man kann natürlich für sich persönlich sagen, möchte jetzt nichts, würde mich nerven im 1-zu-1-Kontakt, aber man sollte es nicht global abwerten, weil wir alle das haben und lieber bei sich gucken, wo man seinen eigenen Ego-Anteil nicht sieht. Aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, weil ich finde es manchmal nervig. Also ich finde es halt immer, was mich immer aufregt, wenn man das Gefühl hat, Leute machen irgendwas, um zu verschleiern, was sie eigentlich wirklich machen. Und wie gesagt, man hat natürlich keine Glaskugel, man weiß es nie hundertprozentig. Aber ja, da kann man natürlich nur mutmaßen. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei dieser Prüfung mit diesem Fleischbottich, dass man einfach keinen Bock hat, das zu machen. So, ne? Man hat einfach keinen Bock, das zu machen. Und das wird natürlich, also könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich, wenn ich mir zum Beispiel jetzt vorstellen würde, ich habe einfach keinen Bock auf eine Sache, dann ist es natürlich besser zu sagen, ich mache das nicht, weil ich Vegetarier bin. Das haben sie auch kurz vorher gesagt, dann stinkt die Haut so, ja, anstatt zu sagen, ja, ich habe einfach keinen Bock drauf, ich habe einfach keinen Bock drauf und es nervt mich und das mache ich jetzt nicht so, ne? Und das würde ich mir immer wünschen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir alles miteinander umgehen, dass wir auch zu uns stehen, dass wir dann sagen, nee, ich habe keinen Bock drauf, sorry, ich habe keinen Bock heute, diese scheiß Dschungelprüfung zu machen. Nur da müsste man ja mit den Konsequenzen leben, aber so müssen sie natürlich so auch sehr noch fühlen. Das ist ja das Problem mit dem Ego, dass das Ego manchmal so peinlich ist, ne?
Gut, aber das waren jetzt einfach persönliche Gedanken von mir. Ich weiß natürlich nicht, was in denen vorgeht, aber ja. Naja, würde mich interessieren, was ihr dazu denkt, auf jeden Fall.